So, also wir gucken uns ein Video von Darake an, YouTube-Kollege. Hier mal der Link von ihm in den Chat rein. Da könnt ihr euch das Video auch gerne nochmal selber anschauen später. Welche Klasse sollte man in Burning Crusade spielen mit einem entsprechenden Guide irgendwie dabei? Ich bin gespannt, kenne das Video noch nicht. Wir gehen mal rein. In diesem Video will ich euch helfen, eure Klasse für TBC auszusuchen. Ich habe zu jeder Klasse bereits einen Guide verfasst, in dem ich die wichtigsten Punkte in unter 10 Minuten erkläre. Ihr findet alle Guides in der Beschreibung. Mit diesem Video jedoch will ich euch bei der Auswahl helfen, euch die Stärken und Schwächen aufzeigen und solltet ihr euch für eine Klasse entschieden haben, könnt ihr euch den Guide anschließend anschauen. Dieses Mal erwähne ich eher allgemeine Dinge, sowie wird bewertet, wie stark die Klasse im PvE ist, wie stark sie im PvP ist und wie einfach es ist, das Pre-Biz-Gear zu bekommen. Außerdem bewerten wir, wie Lautstärke ist okay, hoffe ich. Schwer die Klasse zu spielen ist in den jeweiligen Bereichen. Wir beginnen mit dem Schaman, der vor allem bei der Allianz eine sehr gefragte Klasse sein wird. Nicht nur bringt er endlich BL auch zu der Allianz-Seite, sondern hat der Draenei mit seiner Trefferwert-Aura einen sehr starken Gruppenbuff, wodurch er in progress-orientierten Gilden in jeder Gruppe eingesetzt wird. Jede Skillung ist spielbar in TBC, vor allem Wiederherstellung und Elementar, da der Ele-Cast wird. Wichtiger Punkt, kurze Unterbrechung an der Stelle. Heldentum, eine unfassbar wichtige Fähigkeit in Burning Crusade, kommt komplett neu ins Spiel rein. Gab es also so noch nicht in Classic. Gibt einen Buff für die Gruppe nur, ne? Bin ich der Meinung, oder Kilara? Die Bestätigung vielleicht nochmal an der Stelle. Ich bin der Meinung, nur für die Gruppe. Wo die komplette Gruppe quasi 30% Haste bekommen hat. Unfassbar stark, deswegen braucht man halt, dieses braucht man. Deswegen werden halt die Hardcore-Gilden mit 5 oder 6 Schamanen quasi auf jeden Fall reingehen, damit sie auf jeden Fall in jeder Gruppe einen Schaman haben. Ja, das ist auf jeden Fall die neue Meta. Ja. Also wenn ihr unbedingt mitgenommen werden wollt, spielt einen Schaman. Bildung ist spielbar in TBC, vor allem Wiederherstellung und Elementar, da der Ele Castergruppen sehr stark buffen kann und Restro ein sehr starker Heiler ist. Ihr werdet nicht unbedingt erst am DPS sein, dafür ist euer Support unschlagbar. Und in Wiederherstellung seid ihr ganz klar einer der stärksten Heiler. Er ist sehr einfach zu spielen im PvE, im PvP jedoch ist er durch seine Unmobilität nicht ganz so einfach. Hier müsst ihr nicht nur sehr gut Fake casten können, sondern generell die Situation gut überblicken, um verschiedene Totems zu richtiger Zeit zu stellen, wie Grounding und Tremor. Die Ausrüstung, die er zum Raiden braucht, ist ziemlich einfach zu... Also hier würde ich gerade nochmal, weil er gerade hier kurz den PvP-Bereich angesprochen hat, ich würde sagen, man muss unterscheiden zwischen BG, World PvP und Arena. Ich finde, Schamane ist so im World PvP und im BG eine sehr starke Klasse, würde ich eigentlich schon sagen. Aber stark auf jeden Fall. Stärker als in Arena, würde ich sagen. In der Arena ist es manchmal ein bisschen problematisch vom Setup her. Aber es gibt schon einige Kombis, die man auch mit einem Schaman gut spielen kann. Im Tuntu zum Beispiel mit einem Heal-Schamane Krieger, fällt mir ein. Hat Good Old Necrolos damals auch gespielt. Grüße gehen raus an der Stelle. Und im 3 und 3 zum Beispiel, Heal-Schamane Krieger Retri. Enhanced das auch so ein Ding eventuell, muss man mal gucken. Ihr seid nicht die Hardcore-Meta mit einem Schaman im PvP. Aber ihr könnt gut mitmischen eigentlich. Zu bekommen, da der Schamane eine breite Auswahl hat an verschiedenen Rüstungstypen, da er auch Leder und Stoff tragen kann. Der Priester zählt auch in TBC wieder zu einem der besten Heiler. Nicht nur ist er durch seine neuen Heilzauber sehr flexibel, sondern ist Shadow nicht nur spielbar und auch sehr begehrt in Castergruppen. Da ihr schon beim Priester ankommen, okay. Durch euer neues Endtalent eurer gesamten Gruppe Mana zurückgeben könnt. Alleine durch ihre starken Buffs sind sie sehr wichtig im Raid. Sowie der Furchtzauberschutz, der jetzt für alle Klassen verfügbar ist und bei vielen Boss-Encountern wichtig sein kann. Ja, also ich würde sagen, kann man so sagen, der Priester, der zweitwichtigste Healer nach dem Schaman? Kann man so sagen eigentlich, oder? Auch hier 4 Ward, jetzt quasi für jeden Priester verfügbar, auch sehr wichtig. Ihr müsst euch also nicht mehr entscheiden, ob ihr, ihr müsst nicht mehr unbedingt Zwerg gehen auf Ali-Seite zum Beispiel. Aber wenn ihr PvP machen wollt, ist Zwerg zum Beispiel trotzdem immer noch eine sehr gute Wahl wegen Steinhaut. Ja. Aber im PvE ist es eher nicht so relevant, welche Rasse man hat. Wie zum Beispiel Nightbane in Karazhan. Mit der Disziplin-Skillung ist er einer der stärksten Heiler im PvP. Auch Shadow ist jetzt ziemlich gut, womit ihr mit dem Priester das komplette Paket habt und alles spielen könnt, was ihr wollt. Im PvE ist er, obwohl er so viel Heilzauber besitzt, eine sehr einfach zu spielende Klasse. Sowie macht hier Shadow zu spielen auch sehr Spaß, da er eine sehr interessante Rotation hat mit vielen Fähigkeiten, die nicht allzu eintönig ist. Ja, das ist auch, ganz ehrlich, wenn man mit dem Shadow
mit einem Healer gut zusammenspielen könnte in der Arena, dann hätte ich vielleicht sogar auch einen Shadow mir als Trink hochgelevelt in Burning Crusade, weil ich einfach den Shadow an sich sehr cool finde irgendwie, von der Optik her, vom Klassendesign und so weiter. Funktioniert im Tuntu aber eher mit einem DD, also mit einem Schurken oder mit einem Warlock oder mit einem Mage oder so. Und Double Damage spiele ich nicht so gerne. Deswegen, ja, werde ich keinen leveln irgendwie, aber Shadow eine unglaublich coole Klasse, finde ich auch. Auch im PvE sehr, sehr hilfreich. Man hat einfach einen Mana-Rack und einen HP-Rack für die komplette Gruppe. Caster ist das Pre-Rate-Set sehr aufwendig zu bekommen, da ihr dieses durch Schneidern bekommt und einige Materialien dafür benötigt. Ihr könnt zwar auch sehr gute Teile bekommen durch Dungeons, jedoch sind die Schneider-Sets unschlagbar. Und falls ihr sie nicht holt, werdet ihr garantiert starke Konkurrenz haben, die es machen werden. Im PvP ist der Priester trotz seiner Unmobilität sehr zugänglich zu spielen. Und mit RMP könnt ihr die stärkste Combo im Spiel spielen, so wie Shadowplay oder Rogue Shadow auch sehr stark sind. Ja, bei der Aussage hier, weiß ich, haben wir ein paar Arena-Nerds hier im Chat gerade. Also RMP, stärkste 3-3-Kombi in der Dreiermeter. War natürlich damals auf Turnieren sehr vertreten, ist auch eine sehr, sehr extrem starke Kombi, aber ob man, also ob es wirklich die einzig starke Kombi sein, also bin ich mal gespannt, wie sich da die Meta in der Richtung entwickeln wird. Zum Beispiel auf einigen Privatservern hat man auch schon Heal-Druide, Heal-Priester und Schurke sehr weit oben gesehen. So Double-Heal-Schurke, auch weird eigentlich. Weil der Priester so offensiv gespielt wird schon, man ihn fast schon als im zweiten DD sehen kann. Und Krieger, Druide, Hexenmeister und Schurke, Druide, Hexenmeister würde ich fast ähnlich stark eigentlich einschätzen. Aber ja, trotzdem hatte ich recht, das ist eine sehr, sehr starke Kombi. RMP ist nicht mehr am besten. Ja, weiß ich nicht, ne? Darum, man muss noch so ein bisschen. Also, Burning Crusade vor 15 Jahren oder vor 14 Jahren war eine Geschichte. Burning Crusade Classic ist nochmal eine andere Geschichte. Von daher, ne, natürlich, man hat ein paar Einblicke so in die Meta-Veränderungen auf einigen Privatservern, Endless und so weiter bekommen, aber muss man mal gucken. Ja, muss man mal gucken. Shadowplay oder Rogue Shadow auch sehr stark sind. Die größte Raid-Setup-Veränderung findet wohl beim Krieger statt. Nahkämpfer in TBC sind nicht mehr so stark wie in Classic, da sehr viele Boss-Mechaniken gerade für Melees nicht so gut sind und Caster ganz klar Vorteile haben, weswegen hauptsächlich auch Caster mitgenommen werden. Im PvP ist er jedoch einer der stärksten Klassen, da keiner so viel Damage-Output hat wie er. Sowie ist er immer noch einer der besten Tanks. Und das. Ich find's gut, seine Geschwindigkeit vom Video ist sehr angenehm, also deckt hier sehr viele Themen sehr schnell ab, finde ich schon mal cool. Aber dann muss ich ein bisschen pausieren, weil sonst kann ich gar nicht meine Meinung dazu abgeben. Im PvP ist er sehr stark. Er hat einen starken Damage-Output oder einen hohen Damage-Output. Hier auch wieder die Frage, reden wir vom World-PvP, reden wir von der Arena, reden wir vom BG? Im BG würde ich zustimmen, im BG bleibt er weiterhin die stärkste Klasse, sobald er einen Healer im Rücken hat. Einfach unglaublich wertvoll im BG. In der Arena, oder machen wir erstmal World PvP? Im World PvP würde ich sagen, ist es ähnlich wie in Classic, ist man schon auf so ein paar Hilfsmittel angewiesen, wie Inji und andere Dinge. Aber ungefähr so auf dem gleichen Niveau wie in Classic, würde ich sagen. Also auf gar keinen Fall irgendwie schlecht, aber jetzt auch nicht mega stark. Muss man mal gucken. In der Arena wiederum ist er sicherlich auch so mit bei den besseren Klassen dabei, würde ich sagen, für die Arena. hat eine Top-Kombi im Turn-Tour auf jeden Fall, nämlich Krieger-Druide. Das ist eine sehr, sehr starke Kombi im Turn-Tour. Muss man mal gucken, auch hier wieder hat die Privatserver-Meta gezeigt, dass die Schurken im Turn-Tour sehr dominant sind. Gerade weil halt ein Krieger, wenn er dann mal gewurzelt wird und einen Druiden als Zieler hat, dann steht der Krieger halt einfach erstmal eine Zeit lang dumm da. Kann nicht so viel machen, von daher, die haben immer so ein kleines Fenster dann, wo sie quasi Schaden machen können und dann sind sie wieder im CC. Von daher muss man mal gucken, wie das so werden wird, aber ja, also auf jeden Fall auch Krieger-Druide ist safe auch wieder ein Ding, vermute ich. Ob es wirklich aber in den Top-Top-Top-Rängen auch viele Krieger geben wird, muss man mal gucken. Ja.
Sowie ist er immer noch einer der besten Tanks. Und dass Tanks die gefragtesten Klassen im Spiel sind, muss ich euch ja wohl nicht erklären. Das Pre-Rate-Biss-Set zu bekommen für den Krieger ist relativ einfach, bis auf seine Kolben, die er schmieden muss. Diese brauchen relativ viele Materialien. Und die Dinger hier. Leute, mal Exit in den Chat. Wer hat schon geplant, sich die zu holen? Wer hat das schon geplant? Schwört euch, wir werden so viele Krieger mit diesen verkackten Kolben sehen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Die werden mir so auf die Eier gehen mit den Waffen, Alter. Einige Schurken werden das auch machen und natürlich auch die Paladine, also die hier vor allem diese verkackte Waffe hier, ne? Oh Gott, ey. Na gut. Oh. Ich überlege, ob ich mir vielleicht hier den Einhandkolben mit dem Schurken mache, aber so teuer und boah. Na, mal gucken. Muss. Diese brauchen relativ viele Materialien. Nether, die er nur aus heroischen Dungeons... Stimmt, zweimal Drachenschlag als Enhancer auch, genau, safe. ...bekommt das letzte Upgrade nur aus 25er Raids. Er ist im PvE... Also ihr müsst selber quasi Hammerschmied sein, damit ihr die herstellen könnt, ne? Das heißt, wenn ihr die machen wollt, jetzt schon Schmiedekunst hochleveln. ...relativ einfach zu spielen, jedoch ist er im PvP komplexer als er aussieht. Da gerade für den Krieger Positioning das Wichtigste ist, sowie sind Wutmanagement und schnelle Reflexe hier sehr gefragt. Gerade am Anfang ist der Jäger der stärkste DPS. Er hat von allen Klassen in TB... Er geht so urschnell über, ne? Finde ich irgendwie interessant. Aber irgendwie auch cool. Er labert nicht so ausschweifend und... Ja, wie ich manchmal so, wenn ich einfach umherlabere. Er kommt direkt zum Punkt. Für so ein Reaction-Video echt geil, ey. PvC wohl die größten Buffs bekommen. Alle drei Skillungen sind in irgendeiner Form spielbar. Und obwohl er nicht wirklich viele Buffs für die Gruppe mit sich bringt, werden Ja, würde ich auch sagen, Hunter ist auf jeden Fall der DD, der am meisten gebufft wird in Burning Crusade, ja. Wenn man sich den Damage vom Hunter anschaut in Classic, ne, war er nicht so prall und in Burning Crusade geht's dann steil nach oben. Von daher safe. Und Hunter braucht auch nicht viel Gear am Anfang. Also Hunter wird quasi auch funktioniert quasi von Anfang an mit wenig Gear. Das ist halt das Tolle am Hunter. Ihr macht also direkt Damage. Ihr drückt direkt. Und ich glaube, der Hunter hat auch am Anfang zum Teil blaue Items irgendwie, die stärker sind als irgendwelche T-Teile oder so, die ihr bekommt. Also das ist vielleicht nochmal so ein Ding, wo ihr drauf achten solltet. Wenn euch das nicht so gefällt, dass ihr euer Pre-Biss-Set oder ein paar Teile davon relativ lange tragt, obwohl ihr schon epische Items bekommt, dann müsst ihr nochmal drüber nachdenken. Aber Hunter wird ein sehr starker DD und auch im PvE, im PvP nicht zu unterschätzen, der Hunter auf jeden Fall. Trotzdem viele Raids mitgenommen durch den starken Damage. Vor allem in TBC ist er die mit Abstand am leichtest zu levelnde Klasse. Und da Beastmaster am Anfang die stärkste Skillung ist, ist er auch hier sehr einfach zu spielen im PvE. Im PvP ist er jedoch meiner Meinung nach die mit Abstand am schwerst zu spielende Klasse. Hier musst du dich sehr gut mit Positioning auskennen sowie der Meister im Kiten sein. Dafür hat er das mit Abstand am leichtesten zu bekommen, der Pre-Rate Biss-Set. Da das Dungeon-Set, welches ihr die am schwersten zu spielende Klasse im PvP, der Hunter, würdet ihr dazu stimmen generell? Schwierig. So genau, ob ich das so unterschreiben würde. Wäre denn schwieriger als der Hunter? In der Arena meint er vor allem wahrscheinlich. Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher, ob ich das so unterschreiben würde. Aus normalen Dungeons bekommt mit Abstand das Beste ist durch den letzten Set-Bonus. So wie ihr euren besten epischen Bogen einfach durch Ruf bekommt. Ah, hier haben wir gerade den Set-Boni gesehen, den ich eben gerade meinte. Einfach durch Ruf bekommt. So wie ihr euren besten epischen Bogen bekommt mit Abstand. Ah, wenn man vier Teile davon hat, ne, von dem Dungeon-Set, das meinte ich vorhin. Each time you use your kill command ability, your attacks ignore 6. Ah, oh, okay. Ja, deswegen, das meinte ich eben gerade, deswegen trägt man das so lange, Leute, weil man quasi jedes Mal 600 Armor Penetration bekommt. Und Armor Penetration ist halt ein unglaublich starker Wert in Burning Crusade. Ah, deswegen trägt man davon vier Teile relativ lange. Also das, da solltet ihr euch quasi als Hunter darauf einstellen, dass ihr hiervon sehr lange die vier Teile tragen werdet. Abstand das Beste ist durch den letzten Set-Bonus, sowie ihr euren besten epischen Bogen einfach durch Ruf bekommt. Wenn du wenig Zeit hast, kannst du mit dem Jäger sehr schnell sehr gute Ausrüstung bekommen und raiden gehen. Der Magier ist interessant im PvE, da er hier in allen drei Skillungen spielen kann. Nicht nur fangen wie ich. Bin der Schaman schwerer. Ja.
Hunters Overall, leichter spielen, das Skill Cap ist aber unfassbar hoch, okay. Mhm. Hier mit Feuer an und spielen so, danach Arkan, sondern sind andere Skillungen wie Frost-Arkan auch spielbar. In komplett Frost geskillt sei sie einer der stärksten Klassen im PvP. Durch Slows, CCs und sehr starken Burst ist er immer ganz oben mit dabei. Was jedoch. Würdet ihr das so unterschreiben? An der Stelle? Der Magier, eine der stärksten PvP-Klassen in Burning Crusade? Sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr so unbedingt. Ich finde, der Magier hat im Vergleich zu anderen Klassen in Burning Crusade relativ wenig dazu bekommen, eigentlich, finde ich. Tatsächlich. Und der Magier leidet halt enorm darunter, dass das Game nicht mehr so burstlastig ist und die Kämpfe länger dauern und so weiter. Also ich, für mich ist der Mage nicht mehr im Top-Bereich, ehrlich gesagt. Ja, er ist natürlich das Wasserelementar. Er hat schon noch Burst-Damage am Start, aber also ich weiß nicht. Doch meiner Meinung nach ein großes Manko ist die große Mana-Abhängigkeit. Wenn ihr kein Mana habt, geht nichts. Deshalb muss der Magier permanent trinken. Was vor allem im Battlegrounds sehr nervig ist, da er wirklich sehr viel Zeit mit Trinken verbringt. Deshalb ist der Magier nicht jedermanns Sache. Dafür habt ihr mit Mana den stärksten Burst von allen. Im PvE ist er extrem einfach zu spielen, dafür ist er im PvP ziemlich schwer. Da ihr nicht nur ein sehr gutes Positioning haben müsst, sondern auch ein gutes Gefühl für eure Teammates. Da ihr nicht so wie ein... Oh, ich sehe gerade... Moment... ein Krieger nicht permanent Schaden macht, sondern kurze Bursts, müsst ihr diese so perfekt wie möglich koordinieren mit euren Teammates. Ihr müsst genau sehen, wann euer Partner für einen Go geht, damit ihr davor schon CC sehen könnt. Und selber Zeit zum Bursten habt, wenn euer Teammate das auch tut. Der Druide hat sehr... Ja, also hier muss ich ihm zustimmen. Er meinte ja vorhin, der Jäger wäre die schwerste Klasse im PvP, ne, zu spielen. Ich würde fast schon sagen, der Magier ist noch schwieriger. Also mit dem Wasserelementar, dann du musst deine Cooldowns perfekt managen, Positioning, schieben, Counterspell und so weiter, auf verschiedene Targets achten. Würde fast sagen, Magier ist irgendwie schwieriger im High-End-PvP. Aber würde ich auch eher sagen, Jess, ja. Richtig, Barzer, würde ich auch sagen. Ich würde sogar sagen, Schurke, Warlock, Druide sind die stärksten PvP-Klassen in Burning Crusade. Das wäre so meine Einschätzung. Mühldan, WB. Er sieht es nicht nur aus der Damage-Perspektive, sondern bezieht auch Support mit ein. Na gut, okay. Sehen könnt. Und selber Zeit zum Bursten habt, wenn euer Teammate das auch tut. Der Druide hat sehr starke Buffs bekommen zu TBC. Jede Skillung wurde überarbeitet, wodurch Gleichgewicht nun auch spielbar ist. Also, und da die Moonkin Aura gebufft worden ist, sind Eulen auch sehr beliebt in Raids. Er ist mit dem Krieger vor allem gegen Ende einer der stärksten Tanks, da er mit guter Ausrüstung sehr viel Ausweichwertung hat und gegen T6 Richtung fast jedem Schlag ausweichen kann. Auch er bietet der Melee-Gruppe einen sehr starken Buff mit dem Rudelführer. Und falls er... Haben wir Moonkins im Chat? Hallo? Ernie Moonkins? Nicht gebraucht wird, kann er in Katze gehen und auch DPS mitmachen. Am meisten wurde wohl der Heiler gebufft. Dieser bekommt nicht nur eine neue Form mit Baum des Lebens, sondern die sehr starke Heilfähigkeit Blüte des Lebens, welche ihr, anders als in Retail, auf mehrere Targets als nur eins stacken könnt. Wodurch er sehr stark ist, jedoch auch der schwerste Heiler zu spielen, da ihr nur Zap, den ihr wirklich spielt und diese vorausschauend setzen müsst. Ihr braucht also ein gutes Verständnis von Bossmechaniken, da ihr eure Hots am besten setzen solltet, bevor der Damage überhaupt da ist. Das Preset ist für alle Spezialisierungen. Das ist zum Beispiel eine Frage für mich. Druide im PvE kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was man da macht, wie es abläuft und so weiter. Relativ aber klar, logisch. Da muss man dann schon hotten, bevor der Damage kommt. Okay, das hört sich irgendwie weird an. Also in der Arena weiß ich ja, was Druiden machen. Die rennen halt rum um die Säulen, hotten kurz irgendwie und 100.000 Sachen machen. Aber im PvE, keine Ahnung, ey. Moin, Dabwe, Abend.
zu bekommen, da sich Schneidern hier nicht wirklich lohnt, weil der T4-Set-Bonus ziemlich stark ist, für Heiler sowie Tanks. Je nachdem, welchen Spec ihr wählt, ist er ziemlich schwer zu spielen im PvE. Als Feral müsst ihr Powershiften beherrschen und dies gut einsetzen können. Und da ihr nicht wirklich effektive Direktheilzauber habt, müsst ihr den Großteil eurer Heilung durch HOTS umsetzen. Durch seine hohe Mobilität und sehr stark im CC ist er sehr gut im PvP. Gerade aber wegen seinen vielen Möglichkeiten ist er dahingehend auch sehr schwer zu spielen. In TBC kriegt der Paladin auch sehr... Oh, ist schon wieder beim Paladin hier. Ja, safe, ne? Also, es gerade ist aber wegen seinen vielen Möglichkeiten ist er dahingehend auch sehr... Also was der Druide alles für Möglichkeiten im PvP hat, Leute, es ist unglaublich, ne? Ich meine, die PvP-Spieler, die von euch auch gerankt haben in Classic, die werden das wissen, so, ne? Ein Druide mit Rang 14 Gear, Rang 13 Gear, den kannst du kaum noch klatschen in der Open World eigentlich. Im BG mit mehreren Leuten und so weiter geht's wahrscheinlich noch irgendwie, aber ganz ehrlich, einen Rang 13 equippter Druide in Classic mit Ingi, ey, der entkommt dir eigentlich immer, ne? Es ist wirklich unglaublich krank, wie viel die schon aushalten, die Viecher. Und in Burning Crusade wird es eigentlich noch schlimmer. Also, es wird einfach noch schlimmer und jede Form hat 100 Fähigkeiten. Der Bär hat einen Stun, die Katze hat einen Stun. Er kann Shapeshiften, um CCs wegzumachen. Er Routen, Cyclone bekommt da. Also, es Druide wird schon extrem krank, ne, in PvP. Sehr schwer zu spielen. In TBC kriegt der Paladin auch sehr große Veränderungen. Bis auf das beim Heilen fast alles gleich bleibt, ist der Vergelterbaum und der Schutzbaum sehr gebufft worden. Er macht im PvE als Vergelter zwar nicht so viel Schaden wie die anderen Klassen, jedoch bringt er ein paar gute Buffs mit sich und deshalb ist einer sehr gerne gesehen in Raids. Und in Schutz ist er so ziemlich der beste Dungeon Tank, sowie meiner Meinung nach der beste Off-Tank im Spiel, da er der stärkste AOE-Tank ist und sehr viele Mobs gleichzeitig tanken kann, was in sehr vielen Dungeons und Raids sehr nützlich ist. Im PvE sind... Kann ich mir auch vorstellen, ich glaube Paladin werden so die Gruppentanks so, oder? Wo man einfach durch... durchballern kann durch die Ini, kann ich mir auch so vorstellen. Es gibt einige Leute, die immer sagen, dass der Paladin ein stärkerer Tank wäre als der Krieger irgendwann, ab einem gewissen Gear-Niveau. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht genau. Ich habe eher so gehört, dass es nicht stimmt. Aber habe ich immer mal wieder so gehört, das Gerücht. Ich glaube aber, der Krieger bleibt dann doch stärker, oder overall. Ja, aber so in Gruppen wird der Paladin auf jeden Fall ein guter Tank, würde ich auch sagen. Alles gelungen, sehr einfach zu spielen. Im PvP ist er jedoch meiner Meinung nach der schwerst zu spielende Heiler in TBC, da er fast ausschließlich mit Direktzaubern heilt und sehr unmobil ist. Dafür scheinen hier vor allem Blutelf Retri Paladine, die mit einem Wünschfühl-Totem sehr stark in der Arena sein können. Der Hexer macht mit Abstand am meisten DPS. Da ist halt auch, finde ich, immer so ein Punkt, ich würde mir wünschen, wenn Blutelfen das Blutsiegel auch für die Allies kommen würden, aber werden sie wahrscheinlich nicht machen. Werden sie nicht machen. So, Warlock. Achso, ja, Paladin. Paladin. gibt's nicht so viel zu sagen eigentlich, ne? Heal bleibt relativ gleich. Retri wird halt gut spielbar. Finde ich gut, hat auch einen guten Buff. Also man wird auf jeden Fall einen mitnehmen im Raid. Also so in den Hardcore-Gilden auch. Oder? Würde ich schon sagen. Und ist einfach cool, dass auch der Paladin viele Fähigkeiten bekommt. Mit den anderen Talentbäumen, ne? Dass man tanken kann, dass man Damage machen kann. Aber overall in der Arena so ist unschwierig. Der Gelter nicht unbedingt optimal, hier Paladin auch nicht unbedingt optimal gegen das Schurken, die euch Dauer kicken werden. Ja, müsst ihr mal gucken. Eine Krieger-Pala ist so eine sehr beliebte Kombi. Die wird sicherlich auch oft kommen. Müsst ihr mal schauen, das ist schon... Ich habe einen Burning Crusade Privatserver da. Jetzt neuerdings, da war Retri Heal Schamane sehr weit oben. Aber da gab es irgendwie einen Bug, glaube ich. Da haben die deutlich mehr Damage gemacht. Und mal gucken, bin gespannt. Retri Paladine könnten uns alle noch überraschen. Gucken wir mal. Paladine, die mit einem Wünschfühl-Totem sehr stark in der Arena sein können. Der Hexer macht mit Abstand am meisten DPS in TBC. Dadurch, dass er mit Schneidern direkt von Anfang an ein sehr starkes Set für sich selbst herstellen kann, ist... Hier weiß man noch nicht genau bei der Aussage so. Ich glaube, Hunter machen am Anfang ein bisschen mehr Damage, aber der Warlock holt relativ schnell auf, ist meine Vermutung. Das wird eine spannende Sache für mich persönlich noch.
ob der Warlock direkt top sein wird wegen der Schneiderei-Geschichte oder ob der Hunter am Anfang noch mehr Damage macht. So, das wird eine spannende Frage, finde ich. Ist er direkt ganz oben mit dabei im Damage-Meter. Dafür hat er jedoch eine sehr langweilige und eintönige Rotation. Wenn du nicht bis Spiel 6 noch eine Feuer-Mage-Rate hast, hast du die mit Abstand langweiligste Rotation von allen. Ab Level 50 levelt sich... Liebe Grüße von Papa Lauch, hey, warum? Meta, moin moin. Bist du mit ihm gerade irgendwo im Voice oder wie? Papa Lauch, ey. Wo kennst du den denn, ey? Ist für den Warlock noch einfacher als für den Jäger. Da ihr im Demo-Tree eure Fellguard bekommt, wird 60 auf 70 sehr einfach für den Hexer. Da Demo ganz am Anfang ohne Gear sogar noch die beste... Ja, also das Leveln wird mega easy mit dem Warlock. Das Pad ist mega geil zum Leveln. Die mit Abstand langweiligste Rotation von allen. Ab Level 50 levelt sich's für den Warlock noch einfacher als für den Jäger. Da ihr mit dem Demo-Tree eure Fellguard bekommt, wird 60 auf 70 sehr einfach für den Hexer. Da Demo ganz am Anfang ohne Gear sogar noch die beste Skillung im PvE ist. Durch die SLSL-Skillung hat der Warlock auch... Du bist Papa Lauch? Laber doch nicht. Hast du dich umbenannt oder wie? Auch im PvP eine sehr starke Skillung, die es euch erlaubt, mit dem Druiden oder in der WLD Team Composition sehr hoch ins Rating zu kommen. Auch im PvP ist er relativ einfach zu spielen, da der meiste Damage von euren... Ne, das war die Kombi, die ich vorhin meinte. Meiner Meinung nach auch auf... Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist die Kombi auf einem Level mit RMP im 3 und 3. Aber es hängt auch von der Season ab. Ne? Also, Season 3, Season 4 ist die Kombi, finde ich, vielleicht ein bisschen besser. So Season 1, Season 2 ist vielleicht RMP ein bisschen stärker. Muss mal abwarten, wie sich die Meta so entwickeln wird. Ach ja, stimmt, Meta heißt ja Meta QQ, stimmt. Ja, das ist echt Papa Lauch. Papa Lauch im Chat, ey, moin. Bist du hyped auf Burning Crusade oder wie? Und übrigens, vorhin, oh mein Gott, vorhin war Xaven oder so von Dusk oder so am Start. Ne? Bist du noch im Chat, by the way? Ich fange auf Patchwork natürlich an. Ich spiele auf Patchwork. Hatte ich dir leider nicht beantwortet, die Frage vorhin. Sorry. Ein bisschen untergegangen. Ich bin auf Patchwork. PvP, Server Patchwork. Da, wo wir quasi auch damit angefangen hatten. Da werde ich auch in Burning Crusade wieder spielen, natürlich. Und noch ein Fun-PvP-Char aufgehändert, aber auf jeden Fall auf Patchwork, Leute. Fangt auf Patchwork an. Auch im PvP ist er relativ einfach zu spielen, da der meiste Damage von euren Instant-Dots kommt. Hier seid ihr jedoch sehr unmobil und die Schwierigkeit kommt davon, wie ihr mit eurem Begleiter umgeht und wann ihr die CCs landet. In TBC ist der Schurke die Klasse, die... So, Moment, gehen wir viel zu schnell hier. Also, er hat viele Dinge wieder gesagt gerade. Ich würde auch sagen, Warlock ist von der Theorie her einfach zu spielen im PvP. Ja, ihr müsst halt einfach nur Leute voll dotten und wegrennen, so eine Art. Und ab und zu mal vieren. Jetzt übertrieben gesagt, aber auf wirklich High-Level-Arena-Niveau zum Beispiel, wenn man von der Arena redet, müsst ihr zum Beispiel unglaublich viele Keybinds euch belegen. Ne? Das finde ich zum Beispiel ein bisschen nervig. Zum Beispiel könnt ihr mit dem Fellhunter hier euch selber dispellen, aber auch den Gegner zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr 3 und 3 spielt und wirklich auf hohem Level spielen wollt, dann müsstet ihr euch theoretisch gesehen den Dispel hier für den Gegner auf jeden Arena-Gegner einmal binden. Und auf jeden Teammate und auf euch selber. Also ihr bindet quasi die Fähigkeit hier sechsmal, kann man sagen, so eine Art. Das ist schon, und vielleicht noch einmal für euer Target, also siebenmal die gleiche Fähigkeit binden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eventuell doch keinen Warlock in Arena spielen werde. Und Pet-Management ist auch so eine Geschichte, das ist auch nicht so einfach. Das Pet kann, vor allem wenn die Leute viel PvE-Gear haben, am Ende relativ einfach umgeklieft werden, dann ist das Pad so ein bisschen eure Schwachstelle irgendwann. Das wird nochmal interessant, inwiefern die Warlocks das hier so machen werden. Ja, mal gucken. Aber trotzdem hat er eigentlich von der Grundaussage natürlich recht. Hexer eine unglaublich, unglaublich starke PvP-Klasse in Burning Crusade, weil er auch einfach keine Limitierung hat. Drohne, danke für den Follow, moin moin. Der sehr bekannte
Tournament-Spieler Serenia, vielleicht kennt ihn noch jemand von euch. Er hat auch 2007 schon Burning Crusade gespielt. Der hat mal gesagt, dass der Warlock einfach komplett dämlich designt war in Burning Crusade, weil er keine Limitierung hat. Ne? Er hat keine Mana-Limitierung, wie zum Beispiel der Magier. Er hat keine Cooldown-Limitierung wirklich, wie der Schurke. Und er hat auch keine Stances-Limitierung, wie der Krieger zum Beispiel. Der Warlock kann einfach alles immer machen, bis er down geht, so eine Art. Und deswegen kann man schon so sagen, dass der Warlock eigentlich am einfachsten letztendlich so die Möglichkeiten hat, auch gute Arena-Ratings zu erreichen. Kann man schon so sagen, wahrscheinlich. Eure Begleiter umgeht und wann ihr die CCs landet. In TBC ist der Schurke die Klasse, die am wenigsten benötigt wird. Gerade am Anfang, da ein sehr hohes Hit gebraucht und davor weniger Damage als alle anderen macht. Die Glefe bekommt am Ende irgendein Fury Tank, also nimm ihn am besten nicht, um PvE zu machen. Dafür ist nochmal von vorne. In TBC ist der Schurke die Klasse, die am wenigsten benötigt wird. Gerade am Anfang, da ein sehr hohes Hit gebraucht und davor weniger Damage als alle anderen macht. Die Glefe bekommt am Ende irgendein Fury Tank, also nimm ihn am besten nicht, um PvE zu machen. Dafür ist der PvP die mit Abstand stärkste und am schwerst zu spielende Klasse. Um ihn im PvP perfekt zu spielen, müsst ihr... Warte, jetzt ist der Schurke auch die am schwerst zu spielende? Ich dachte, der Hunter ist auch die am schwerst zu spielende. schwierige Frage, ne? Schurke ist auch nicht einfach im PvP. Aber ob er am schwersten zu spielen ist, kann ich auch schwer beurteilen, wenn ich jetzt schon so lange Schurke spiele. Ich würde ihm aber auf jeden Fall schon mal zustimmen an der Stelle. Ich würde auch sagen, der Schurke ist tatsächlich die stärkste PvP-Klasse in Burning Crusade. Nicht, weil er gegen alles mega stark ist, so in dem Sinne, sondern weil er einfach die meisten Arena-Setups hat, zum Beispiel, die er spielen kann und einfach unglaublich variabel ist. So. Also ich würde sagen, Schurke ist overall am stärksten im PvP. Und PvE, lasst euch davon nicht einschüchtern. Ne? Ja, ihr macht am Anfang vielleicht nicht mega viel Damage, aber ganz ehrlich, so diese ganze Meta, dass man keine Schurken und keine Krieger mehr im Raid mitnehmen kann, fühle ich irgendwie überhaupt nicht, Leute. Spielt einfach die Klasse, auf die ihr Bock habt. Geht in eine chillige Gilde, die einfach entspannt raiden will und fertig. Auf sehr viele Sachen gleichzeitig achten. Ihr müsst Damage auf ein Target machen und gleichzeitig mehrere CCs jonglieren. Durch Schattenschritt spielt er sich wesentlich schneller, da diese Fähigkeit sehr viele Kombinationsmöglichkeiten eröffnet. Und falls du tatsächlich immer noch den Rogue im PvE spielen willst und wissen willst, wie schwer es ist, die Pre-Raid-Biss-Ausrüstung zu bekommen, dann schau dir doch einfach den Guide an. Das war's mit meiner kurzen Zusammenfassung. Du kannst dir jetzt in der Beschreibung zu deinen Geil! Sind wir schon fertig. Ich finde, der Mage-Auslage nicht ganz direkt. Der Mage ist zwar schwer, hat aber extrem viel dazu bekommen. Zauberraub oder Unsichtbarkeit, wenn du damit und dem Counterspell gut arbeitest, ist der Mage eine Macht. Motion TV, moin. Okay, stimmt. Ja, stimmt, er hat auch schon einige wichtige Fähigkeiten dazu bekommen, das stimmt schon, ne? Aber ja, ich weiß, also ich sehe das immer so, warum ich das mit dem Mage so betrachte, ist einfach, weil ich finde, der Mage ist in Classic einfach, so eine unglaubliche Macht, weißt du? Mage ist einfach, da kommt keiner auch nur ansatzweise ran, finde ich, in Classic, an das, was der Mage kann. Und ich will gar nicht sagen, dass der Mage schlecht ist in Burning Crusade. Ich will eigentlich nur eher sagen, dass er endlich nicht mehr so unglaublich godlike ist wie in Classic. Weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich so das, was ich meine. Favoriten den vollen Guide anschauen. Okay, das war's, oder wie? Wenn dir das Video gefallen hat. So, okay, das war's Video. Ja, sehr schönes Video, oder? Also, sehr schönes Video. Sehr schnell zum Punkt gekommen immer. Die wichtigsten Dinge, also wenn ich die Qualität auch hätte, so schnell immer zum Punkt zu kommen, das wäre echt angenehm. Ich verlinke euch hier das Video nochmal im Chat. Like lassen wir auch da. Noch Kommentar drunter hier. Sehr schöne und vor allem auf den Punkt kommende. Ja, sehr schön. Und dann hier natürlich TBC-Hype. Geil. Ja, nice. Sehr schönes Video von Darakai. Checkt ihn auf jeden Fall auf YouTube mal ab. Ja, und lasst ihm auch mal ein Abo da.